Sind das ja liebe Freunde und willkommen zu einem weiteren Video. Und heute schauen wir uns mal zwei Häuser an. Zum einen das Pizza-Haus und das andere Haus ist das Burger-Haus. Schreibt immer in die Kommentare, was ihr mehr mögt. Hashtag Pizza oder Hashtag Burger. Und vergesst nicht, Abonnent zu werden, um mein bester Freund zu sein. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß. And I can't wait so we can break apart the heat. Hey, if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Da bist du ja wieder. Freut mich, dass du dabei bist bei einem weiteren Video mit mir, dem Sünte, in unserer schönen Stadt. Die sieht mittlerweile echt wieder schön aus, Freunde. Ihr wisst ja, die Stadt wurde gegrieft. Die haben ja das schöne Krankenhaus und so weiter, Freunde. Und wisst ihr, was auch passiert ist in der letzten Folge? Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ja, ihr wisst vielleicht noch gar nicht. Und zwar habe ich mir ein Auto gekauft. Und dieses Auto steht hier. Ihr könnt es mal ganz kurz angucken. So, also, es ist ein Truck. Wenn ihr wollt, können wir den noch ein bisschen auftunen, das heißt, die Farbe ändern. Schreibt euch mal ein paar Vorschläge für die Farbe in die Kommentare und ich würde sagen, Freunde, das Auto ist richtig, richtig super, duper, toll, woll, cool, wisst ihr, wie ich meine? Und ich stelle es jetzt mal wieder ab, ich möchte ja nicht mit dem Auto hier rumfahren, ne? So, also Freunde, auf los geht's, los, stellen wir es einfach mal, wo stellen wir es denn hin? Ich würde sagen, wieder da, wo wir es geholt haben, zack. Führerschein kommt auch schnell wieder weg, Freunde. So, okay, Freunde. Und zwar, seht ihr es, hier liegt noch mein Zeug. Ich muss ein bisschen klar Schiff machen, denn hier liegt mein Ärztezeug in meiner heimischen Kiste. Das kann es ja auch nicht sein, Freunde. Und bevor danach das Abenteuer richtig, richtig dolle abgeht, Moment, nehmen wir kurz alles hier rein, geht es, ich sag's euch, nochmal kurz in die Stadt und zwar die Abonnenten begrüßen, denn es sind ja wieder einige eingezogen. Und wenn du auch Teil dieses Projektes hier werden möchtest, dann, mein bester Freund, musst du einfach nur was in die Kommentare schreiben, um hier einzuziehen. Ich habe jetzt schon länger noch keinen gefunden, der es verdient hat, da einzuziehen. Und wenn du denkst, ja, ich bin immer so nett in den Kommentaren, aktiv, like jedes Video, teile die Videos, bin Abonnent, dann schreib einfach irgendwas in die Kommentare. Und wenn ich dich wieder mal sehe, dass du unter vielen Videos kommentierst, dann hast du die Chance, ne? Und wirst Teil hier von der Stadt wie Jolina, genauso wie Lena und so weiter, Freunde. Und ja, und zwar, jetzt mal zum Thema zurück, gibt es ja wie gesagt, Freunde, heute was zu erleben. Ihr habt schon im Titel gesehen, gibt es heute ein Burgerhaus, Freunde, gegen ein Pizzahaus. Und ich glaube, das kann man sich schon mal anschauen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Wir gucken noch mal ganz kurz nach unseren Tierchen, Freunde, denn ihr wisst ja, die sind immer so ein bisschen, naja, schwierig. Mal sind sie glücklich, mal nicht. Und vielleicht könnt ihr es ja selber, wenn ihr Haustiere habt. Habt ihr denn Haustiere? Hier sind nämlich ein paar Kühe ent... Was? Ich habe die doch nur mit meiner Faust geschlagen. Hä? Freunde, was habe ich denn für eine Mörderfaust, dass ich die Tiere, die Kühe mit einem Schlag töte? Oh Gott, Freunde, guck mal, wie goldig. Komm, geht rein, geht doch rein in das Ding. In den Stall. Oh Gott, Freunde. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken. So, zack, ob wir hier irgendwas noch bekommen. Ja, 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 ja. Zwei Eier. Okay, ich habe mir ein bisschen mehr gerechnet. Eins, zwei, drei. Es kam halt auch nicht mal ein Chicken raus, Freunde. So, egal. Nochmal kurz bei den Küchen hier vorbeischauen. Die sind ja da immer ein bisschen anders drauf. Ja, Küchen. Ihr wollt wieder, ne? Ihr Schlingels wollt wieder. So, zack. Dann komme ich mal einfach ganz kurz zu euch rin. So, sehr schön, zack. So, Freunde, so kriegt man seinen Weizen auch los. So kriegt man es auch los. Jetzt heißt es schnell durch, dass keine rausgehen. Oh, okay, also, alles gut gewesen. Und hier ist noch ein Ei. Und da kommt jetzt ein Chicken raus, Freunde. Da kommt eins raus, aber wir gucken uns jetzt erstmal das Burgerhaus an, Freunde. Und da will ich unbedingt wissen, dass ihr in die Kommentare schreibt am Ende, welches Haus ihr cooler fandet. Das Hashtag Burgerhaus oder das Hashtag Pizzahaus. Lasst mich auf jeden Fall wissen, Freunde. Auf jeden Fall. So. Müssen wir hier weiterlaufen? Genau. So. Weil ich mag Burger richtig gern, aber Pizza ist auch voll lecker, Freunde. Deswegen bin ich da ein bisschen unentschlossen. So, hier hoch, zack, zack, zack. Wow, Freunde, da ist das Burgerhaus, ihr seht's. Es sieht echt aus wie ein Burger. Es sieht aus, da ist das Brot, da ist der Käse, da ist der Salat und da oben ist die Fleischplatte. Und da ist wieder das Burgerfleisch, Brot. Und ich muss sagen, es sieht doch relativ cool aus. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und gucken uns das an. Und Moment, hab gefailt, Freunde. So, wow, Freunde. Wir haben hier zum einen einen richtig schönen unteren Bereich.
alles in rosa. Wir haben hier eine Küche. Und da ist die andere Seite von der Küche. Hat was, Freunde, hat was. So, ne? Sieht nicht schlecht aus. Also, das gefällt mir. Kuchen, Kuchen. Dann ist hier ein Tisch. Hat auch was. Die Stühle sehen auch sehr einladend aus. Mal gucken, wie es oben aussieht, Freunde. Da sind ganz, ganz viele Bücher. Hier kann man sich hinsetzen. Die Sitze sind immer mega bequem. Ganz viele Bücher auf jeden Fall. Dann sind hier ein bisschen nach so einem Aquarium. Stühlchen und halt eben noch eine Uhr hier. Also, das gefällt mir schon mal richtig gut. Also, Freunde, hier sind noch zwei rosane Betten. Und ich muss sagen, das Burgerhaus gefällt mir. Vor allem hier oben ist Glas. Das heißt, man braucht hier kaum Licht, beziehungsweise gar keins eigentlich. Außer wenn es dunkel ist. Und ich mache mal von hier unten noch einen Screenshot. Zack, gemacht. Okay, und von hier oben auch nochmal. Zack. So, das war hier auch ein Foto gemacht. Und jetzt müssen wir wieder rausgehen. So, zack, Freunde. Und dann mache ich von hier außen nochmal. So, also Freunde, das ist das Hashtag Burgerhaus. Wenn es euch das mehr gefällt, dann schreibt mal alle Hashtag Burger in die Kommentare. Und jetzt gehen wir zum Pizzahaus, Freunde. Da bin ich mal gespannt. Wie soll man denn ein Pizzahaus in Minecraft machen? Da wird man wahrscheinlich gar nicht so viel von der Seite erkennen. Da muss man, glaube ich, von oben drauf gucken, dass man so den Pizzabelag sieht, was da eben alles so drauf ist. Und ich sehe gerade, ich habe noch das Weizen mit dabei. Das gebe ich mal ganz kurz in die Kiste. Und aber es liegt auf dem Weg, Freunde. Da hinten ist auch das Pizzahaus, das heißt, es ist gar nicht so weit. So, lauf, 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 Freunde, zack. Okay, so, machen wir hier alles rein, zack, Freunde, und jetzt geht's rüber zum Pizza, Pizza, Lecker, Schmecker Haus und schreibt, wie gesagt, mal in die Kommentare, was eure Lieblingspizza ist. Das würde mich auch mal interessieren, was du denn so am liebsten esst. Die Hashtag Synte Army ist ja da bestimmt richtig kreativ, was das angeht. So, wir müssen über die Brücke laufen, genau. So, das ist jetzt halt ein kleiner Weg, ist ja auch nicht so verkehrt. Dann sind hier ein bisschen Getreide und so weiter. Nicht vergessen, Freunde, da ist das Epic Stun House. Das kennt ihr noch. Einfach mal das Video anschauen. Synte vs. Epic Stun. Da lernt ihr das Epic Stun House auch ein bisschen mehr kennen. So, und ich glaube, irgendwo hier muss es sein. Ja, Freunde, da ist es. Und also von außen sieht es jetzt nicht nach einer Pizza aus. Ich würde sagen, wir gucken uns mal von oben an. Bauen ein paar Blöckchen ab. 3, 4, 5, 6. 7, 8, so, hat doch was. Und dann gucken wir uns mal, wie das ausschaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, also von oben erkennt man, Freunde, das ist eindeutig eine Pizza Salami und die ist bestimmt nicht verkehrt, Freunde. So, okay, ja, also, das hat schon mal was. Und wir sagen, wir gehen jetzt auch mal rein, Freunde. Also gut, Freunde, also hier geht's auch über so einen Eingang rein, okay. Und okay, also egal. Man geht hier rein, dann ist jetzt schon mal eine schöne offene Küche. Gefällt mir sehr gut, um ehrlich zu sein. Mit diesen Abzugshauben hat was. Dann ist hier eine Couch, eine Sitzecke hier zum einen. Und hier kann man sich auch hinsetzen. Ja, ist nicht schlecht. I like it. Dann hier halt Stühlchen, zwei Stück. Hier zwei und der Tisch. Was ist denn das für ein Tisch, Freunde? Wooden Table, ganz normaler. Also der gefällt mir auch sehr, passt halt auch optisch und... War es das schon, Freunde? War das alles vom Pizzahaus? Wir gucken mal, wir kommen hier nämlich nicht raus. So, zack. Also scheinbar schon, Freunde. Oben ist auch nichts, also wenn nicht, ist das ein bisschen schwach für ein Pizzahäuschen. Moment mal, da muss doch noch irgendwas geben. Ah, da unten ist eine Leiter, Freunde, die runtergeht. Moment mal. Wow, die haben hier unterirdisch noch was Fettes hingebaut, Freunde. Und zwar gibt es hier Workbenches 2, dann halt einen Ofen, dies, das. Bilder sind auch schöne da mit so einem Creeper. Moment. So, Mann, bin ich ja doof. Nein, so. Ey, ich brauch gar nicht. Moment, Freunde. Zack, okay. Dann hier Bücherregale, Teppich, Glossern überall hier. Bücher, Lampe hat auch was. Und noch ein entspanntes Doppelbett. Ich muss sagen, Freunde, brauche ich auch erstmal ein paar Screens. Zack. Screen gemacht, I like it. Oh, hier ist es aber jetzt ein bisschen dunkel bei Nacht. Und Screen gemacht. Jetzt gucken wir nochmal von außen alles an, Freunde. So, und davon machen wir jetzt auch ein Screen, Freunde. Also, das hier schon mal richtig cool aus. Und wenn ihr dieses Haus besser findet, schreibt mal Hashtag Pizza in die Kommentare. Und Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Schreibt in die Kommentare, was ihr besser fandet, Hashtag Pizza oder Hashtag Burger. Das würde mich super dolle interessieren, wenn ihr da eure Meinung in die Kommentare schreiben würdet. Haut da rein, Freunde. Bis zum nächsten Video, heute um 18:30 Uhr. Macht's gut, euer Synte. Und tschüss.